Ja, guten Morgen. Ihr seht mich leider ziemlich frustriert, weil ich jetzt endlos Nachrichten kriege und auch meine Mitarbeiter eigentlich nur noch sprachlos sind über die Schlagzeile heute früh in der Bild-Zeitung, wo irgendwelche Pseudomediziner, anders kann ich es nicht sagen, texten, der Alarmismus der Intensivmediziner wäre unverantwortlich. Ich will ganz kurz mal darstellen, wie es bei uns im Moment ausschaut. Wir haben zwei OPs geschlossen, um das Personal von dort auf die Intensivstation zu ziehen. Die Praxisanleiter, die normalerweise unsere Pflegekräfte und Schüler anleiten und Fortzubildenden anleiten, sind im Moment auf die Intensivstation gezogen. Unsere Wundmanager sind auf die Intensivstation in den Schichtbetrieb gezogen. Die Leitungen der Intensivstationen arbeiten zum Teil einfach am Patientenbett mit, um die Schicht auszugleichen und die Ausfälle auszugleichen. Wir haben unsere Einbestellungen deutlich reduziert und verschieben wirklich alles, was irgendwie verschiebbar ist, um eben die OPs freizukriegen, um dieses Personal auf die Intensivstation zu tun. Das bedeutet jeden Tag für unsere Ärzte endlose Telefonate mit Patienten und deren Angehörigen, um zu erklären, warum wir jetzt eigentlich den Eingriff verschieben müssen. Das erzeugt viel Tränen bei den Betroffenen und das ist wirklich Aufwand und ist wirklich hart. Jeden Tag treffe ich mich zweimal mit vier Chefärzten, etlichen Oberärzten, den Pflegekräften und den Belegungsmanagern, um irgendwie unsere Kapazitäten zu managen, um jedes freie Bett zu kämpfen und die Zugänge, die wir über die Leitstelle kriegen, irgendwie so in die Betten zu verteilen, dass es funktioniert. Nur mit all diesen Maßnahmen kommen wir im Moment mit unseren Intensivbetten und unserer Intensivversorgung hin. Wir haben Stand jetzt zwei Betten auf unserer Intensivstation frei. Ja, das ist richtig. Zwei Betten. Zwei Betten für jeden Unfall, jeden Herzinfarkt, jeden Notfall, jede Wiederbelebung, jede schwere OP, die eventuell ein Intensivbett braucht. Wir haben heute über Nacht einen Patienten auf die Intensivstation gekriegt mit Corona und sieben neue Patienten auf die Normalstation mit Corona. Dort haben wir jetzt 39 Patienten mit Corona auf den Normalstationen liegen, von denen kommen einige die nächsten Tage auf Intensiv. Ja, so schaut es im Moment aus und dann heißt es oft, naja, und wenn dann der Notfall kommt, versorgt ihr ihn doch trotzdem. Wie macht ihr denn das? Ja, wie machen wir das? Wir machen das, indem diese Menschen, die jetzt seit einem Jahr über ihre Grenzen gehen, erneut über ihre Grenzen gehen, um diese Patienten zu versorgen. Und genau diese Mitarbeiter lesen dann heute früh in der Bild-Zeitung, der Alarmismus der Intensivmediziner ist unverantwortlich. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin nur noch sprachlos. Ich habe keine Worte mehr. Auch ich bin nach einem Jahr Pandemie ausgebrannt, und frustriert, wenn ich sowas lese. Und ja, ich weiß eigentlich auch nicht mehr, was ich meinen Leuten noch sagen soll. Und die, die diese Schlagzeile in der Bild-Zeitung verursacht haben, die lade ich gern mal ein, einen Tag mit mir hier im Krankenhaus zu verbringen. In diesem Sinn wünsche ich euch trotzdem einen schönen Tag, auch wenn ich gerade ziemlich gefrustet bin. Euer Manfred Wagner.